Ja, also wieder bei Metroid Prime 2. Beim letzten Mal haben wir uns hier schon mal auf die Suche nach dem Schlüssel begeben, nachdem wir den Echo-Visor erhalten haben. Und ich würde sagen, im letzten Part waren wir schon sehr erfolgreich, denn da hatten wir schon zwei Schlüssel gefunden. Fehlt somit nur noch der letzte. Und, naja, ich habe eine Vermutung, wo ich zumindest schon mal gucken könnte, ob da jetzt auch wirklich was ist oder nicht. Das sehen wir jetzt. So, kann ich hier irgendwas machen? Nein. Kann ich nicht. Okay. Haben wir diese Vermutung auch dann schon mal bestätigt? So, hier kurz noch ein kleines bisschen ab. Und dann ist meine nächste Idee, dass wir zu diesem großen Raum gehen, wo da ja diese Drohne in der Mitte noch war, weil ich glaube, da habe ich gerade auf der Karte gesehen, dass da auch noch ein Portal ist. Eventuell müssen wir das Ding besiegen, um an das Portal dran zu kommen, um da mal an den Schlüssel dran zu kommen. Wer weiß. Wir werden es schon früh genug erfahren. So, schauen wir eben nochmal. Wir gehen jetzt einmal hier komplett durch. Dann dadurch sind wir in dem Raum und gehen oben weiter in den Raum. Genau. Ich muss immer noch sagen, ich finde die Karte hier sehr, sehr schön in Metroid Prime. Die sind so schön übersichtlich gestaltet. Also ich weiß, einige können mit diesen Karten nichts anfangen, weil die solche so 3D-mäßig sind. Aber ich finde, aber sobald man sich so ein kleines bisschen reingearbeitet hat, ist es eine echt gute Karte. Also gerade in so einem Spiel, was halt eben auch 3D ist, so eine schöne 3D-Karte zu haben, ist ziemlich cool. So. Hier schnell durch. Dich ignorieren. Und einfach weiter. So, jetzt ist die Frage, der Weg da oben ist zu. Das heißt, wahrscheinlich muss ich erst wieder da unten die beiden Roboter besiegen. Na, dann wollen wir mal. Na, verdammt. Knapp daneben. So. Schnell den Kopf besiegen. Wo ist gerade Finsternis drin? So. Meins ist schon mal weg. Okay. Er hängt da fest. Er hat sich da festgebackt. Sehr schön hast du es gemacht, mein Lieber. Ich bin stolz auf dich. So, und jetzt noch dich. Du bist auch wieder einfach durchgehend Licht. Okay. So, weil ich glaube, gegen das Ding da oben müssen wir uns noch prügeln. So, jetzt lass mich mal schauen. Das ist der Weg, von dem ich kam, ne? Ja. Ich wollte nach da hinten. Da hinten ist aber auch noch zu. Kann ich hier... Weil da unten ist irgendwo ein Portal, zu dem ich hin möchte. Da, da ist eine akustische Tür. Das Ding da. Und das Ding da. Ne, Moment, da ist noch eins. Das Ding da. Oder? Habe ich es getroffen? Ja. Oh, Portal. Ein gut verstecktes Portal. Na gut. Dann schauen wir wieder auf der anderen Seite, was da so ist. Ob vielleicht auch so eine abtrünnige Wachtdrohne ist. Ach, die Dinger, die Inks. Heißen die echt einfach nur Ink? Ne, Jäger-Ink, okay. So, kann ich die eigentlich damit auch? Interessant. So. Ich sollte vielleicht nicht allzu lange hier einfach so rumstehen. Ist hier sonst noch irgendwas? Ja, da ist noch einer. So, schießen wir lieber mit Licht.
Ich glaube, die kriegt keinen Schaden, während sie diesen Schleier um sich hat. So. Vielleicht einfach hier vorne stehen bleiben sollen und hier kämpfen sollen. Dann gucken wir uns das erstmal ein bisschen um. Da ist wieder so eine Tür. Ach so. Bin ins Portal gekommen. Ich dachte schon, was ist da das denn für Geräusch? Da unten ist noch ein Portal. Ansonsten sehe ich hier nichts, ne? Oh, da noch ein bisschen Energie. Okay, dann schauen wir mal. Du. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Ja. Man sieht halt auch nicht, aus welchem Winkel man drauf schießen soll. Und damit kann ich irgendwas aktivieren? Ah! Ich kann da runter. Hier bringt mir das zwar nichts. Für diese Seite, aber... Ey, geh weg. Falscher Beam. Für diese Seite. Damit können wir nämlich wieder zurück. Sehr schön. Die Drohne haben wir gescannt. Ja. Na, von hier aus sehe ich es natürlich auch nicht mehr. Na gut, dann. Nicht gerade mit viel Energie, aber. Ab nach oben? Wait a minute. Ah. Das sind Rails. Ja. Ah, ich sehe schon, was ich machen soll. Ja. Nein! Ist gerade weggezogen. So, einfach mal schön die Energie auch mit einsammeln. Verdammt. Das war schlecht. Au. Au. Soll ich vielleicht runter? So, erwischt. Au. Ich glaube... Oh! Wenn ich zu lange unten warte, kommt der Strom hin. Ja... No! Ist auch voll daneben. Okay. Wie er mich verarscht hat. Einfach in dem Moment wieder zurückgezogen, als ich da gerade hin wollte. Na? Okay. So. Keine Energie bekommen? Oh, schade. Viel habe ich nämlich nicht mehr. So. Probieren wir das nochmal. Na, verdammt. Einfach direkt loslassen. Ich kriege auch nicht wirklich Energie dazu. Weil ich die direkt wieder verliere. Verdammt. So. Direkt wieder runter. Und jetzt muss nur noch das in der Mitte nochmal rauskommen. Naja, natürlich nicht. Das kommt natürlich genau dann raus, wenn ich mich gerade hier rüber schießen lasse, um den Fängen zu entkommen. So. Und weiter geht's. Guck mal, jetzt haben wir sogar ein bisschen Energie mehr als vorher. So. Nächster. Au. Einmal hier rüber. Der ist auch ein bisschen schneller, glaube ich, dann auch noch jetzt, ne? So. Aber es läuft gut. Gar nicht mal so schwer. Ja. Sagt er und flog erstmal in den Gegner rein. Ja. Natürlich kommst du genau an der Stelle zweimal raus.
Na, wieder in den Gegner rein. Ja, wenn ich zu lange unten warte, kommt wieder der Stromschlag. So, ich glaube, damit haben wir es. Wo komme ich? Ja, da komme ich hoch. Perfekt. Habe ich genau dahin geschossen. Okay. Und dann können wir hier... Ah, und damit kommen wir überhaupt hier hoch. Nicht? Darf ich nicht rein? Ist ja gemein. Was sagt er mir dazu? Akustische Sensoreinheit. Ja. Da war so ein Gegner, der mir die Tür zugemacht hat. Das finde ich nicht so nett. Nein, mein lieber Gegner, das solltest du nicht tun. Ach, jetzt werden wir hier erstmal ganz hochgeschossen. Und können uns da währenddessen angucken, wie wir da wieder runterfallen wollen. Wo falle ich denn jetzt auch wieder runter? Einfach so? Ah, da. Ich nehme mal den mittleren Gang. Ich glaube, das war nicht der richtige. Ich glaube, ich muss den linken Gang nehmen. Probieren wir das nochmal. Okay, ich sehe auch gerade, ich kann auch nicht groß runterfallen. Dann links. Jetzt den rechten. Und wieder links. Verdammt! Schon wieder den falschen Gang genommen. Okay. Wir wissen ja, aller guten Dinge sind drei. Machen wir es noch ein drittes Mal. So, hier. Hier und diesmal hier. Perfekt. Man muss ja erst alle falschen Wege ausprobieren, um zu sehen, dass da wirklich nichts ist. So, jetzt können wir auch weitergehen. Gegen Speicherpunkt hätte ich ehrlich gesagt auch mal wieder nichts. Bin nämlich schon ziemlich angeschlagen. Wo sind wir denn auf der Karte? Ganz oben. Okay. Kann man die kaputt machen? Ja. Dann hätte ich wieder gerne ein bisschen Leitenergie. Gibt sogar ziemlich gut. Noch ein bisschen Dark zum Ausgleich. Ja, Speicherpunkt, wir brauchen einen Speicherpunkt. Ich kriege auch so gut Energie. Ja. Das ist ein interessantes Gebiet. Ja. Hat fast geklappt. Na, soll wieder nicht klappen. Ich sehe es doch schon kommen. Nehmen wir so den Weg. Beide kann man doch sicher auch gut mit Super Missiles vernichten. Ich guck mal schnell, was da hinten in der weißen Tür ist. Wenn ich da hinkomme, sicher. Erstmal schnell weiterschauen. Ein Energietank. Nehme ich. Passt. Damit bin ich auch wieder voll. Und damit sind wir in dem Raum. Ja, gut, den haben wir schon von der anderen Seite mal gesehen. Dann weiß ich auch, was wir für ein Item hier gleich bekommen werden. So, die Sache ist... Ihr müsst jetzt leider erstmal weg. Das hat echt nicht ausgereicht. Eine super. Super gut. Wir sind eigentlich wieder bei vollen KP, wenn die einmal runtergefallen sind. Also wenn ich einmal runtergefallen bin. Huch! Wo ging die Super denn bitte hin? So. Alles wieder einsatzbereit. Ah,
Okay, zwei Supers reichen aus. Ah, perfekt. Alle weg. Nicht runterfallen. Nicht, dass sie mir wieder auftauchen dann. So, finale Phase. Oh, da war auch schon das letzte. Die wenigen, die übrig blieben, versammelten sich im erhabenen Tempel. Und bis auf Umos, den letzten Hüter des Ethers, gingen sie alle in lebenserhaltene Stasis über. So würden sie verweilen, um einst nach dem Untergang der Ink erweckt zu werden oder im ewigen Schlaf zu ruhen. Seine Schützlinge in Sicherheit erwartete Umos den letzten barbarischen Ansturm. In der Stille des erhabenen Tempels flehte er im Gebet um Rettung, um die Erlösung von den Ink. Und dann kamen wir. Also irgendwo wurden seine Gebete ja dann doch erhört. Okay. Ist das irgendwie eine akustische Barriere? Aber hier scheint nichts Akustisches zu sein. Irgendwas Verstecktes? Auch nicht. Nein! Ich bin so gut. So, da ist noch eine Tür. Die führt mich, glaube ich, dahin, wo ich hin möchte. Aber ich will diesen Raum jetzt erstmal noch nicht verlassen. Ich will den erstmal erkunden, bevor mir gleich die Gegner hier wieder alle auftauchen. Weil ich sehe hier eine ganze Menge Spider-Ball-Rails. Ich glaube, da können wir jetzt auch erstmal noch ein bisschen was machen. Zumindest durch die Tür da hinten schreiten. Gucken, oder zumindest in die Tür mal reingucken. Was sieht's denn da drin aus? Das ist der Weg, okay. Den kann ich mir erstmal sparen, da weiß ich, dass noch nichts ist. Okay, dann einmal hier hoch. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwie was finden. Dann geht's dahin, schnell abfangen. Zack. Ja, ich glaube, über den ganzen Rail-Sachen aktivieren wir das Portal. So. Ah, sowas war das, ja. Wenn ich das Ding da an der Seite berühre, fliege ich runter. Ist das hier so quasi eine Art Hilfe? Ab welchem Punkt man das einsetzen soll? Ach, da muss ich runter. Nee, muss ich da runter? Ja, okay, muss ich doch. Das ist praktisch. Ich habe das noch nie so danach gesehen. Wow! Das war knapp. Dass die Dinger so eine Art Hilfe sind. Und ungefähr sieht, sobald man ein Dinger vorbei ist. Ja, schnell das Ding legen. Ist hier. Nee, da falle ich runter. Ich sehe es doch schon. Okay. Ist das nochmal so ein Container? Container für Beam-Munition erhalten. Geil. Nehme ich. Sehr schön. So. Und jetzt sind wir im Endeffekt wieder ganz runtergefallen. Na gut, dann würde ich sagen, wir beenden hier den Part und beim nächsten Mal schauen wir mal, ob wir da... Da ist ein Weg. Ah! Jetzt habe ich ihn gesehen, den Weg. Da muss man da einfach runter und dann kommt man da hin. Oh. Das ist praktisch. Okay, ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.